Bremen wird nochmal aktiv. Gianluca Waldschmidt für Deutschland und Robert Lewandowski verlängert seinen Vertrag. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Nach einem, nennen wir es mal, mäßigen Start in die Bundesliga-Saison hat der FC Augsburg wieder zugeschlagen und sich Felix Udokai vom VfL Wolfsburg für ein Jahr inklusive Kaufoption ausgeliehen. Das bedeutet, Augsburg hat quasi in den letzten 8 Tagen 3 neue Verteidiger geholt und, sind wir auch ehrlich, auch ganz nötig gewesen. Und ich finde, dass eigentlich von den Namen her die Defensivreihe vom FC Augsburg sich jetzt ziemlich gut liest. Muss mal gucken, ob man es umsetzen kann. Und in der Defensive aktiv werden, das will auch Werder Bremen. Nachdem wir euch in den letzten 3 Tagen quasi jeden Tag von einer weiteren Verletzung in der Defensive von Werder Bremen erzählen mussten, will man jetzt nachbessern und will Lang von Gladbach loseisen. Michael Lang ist vor allem Außenverteidiger und ist bei Gladbach nicht mehr gesetzt und soll für ungefähr 2,5 Millionen Euro an die Weser kommen. Und man hört auch schon von Max Eberl, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Durch die Blume verabschiedet Eberl ihn jetzt schon. Wir wünschen ihm, dass er eine gute Lösung für sich findet. Und Lang selbst sagte, ich möchte gerne spielen und wenn möglich gebraucht werden. Das ist Stand heute bei Werder Bremen eher der Fall als hier in Gladbach. Die Basis ist nicht schlecht. Werder ist ein super Verein. Hier habe ich auch noch nicht aufgegeben. Wenn ich am 3. September noch hier bin, ist es nicht so, dass ich jeden Tag zu Tode betrübt zum Training kommen würde. Und dann gehen wir noch mal ganz schnell zu den Bayern. Robert Lewandowski hat wie angekündigt seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Rentenvertrag für den Polen, Sicherheit für die Bayern. Da dürften beide Seiten glücklich sein. Ja, das ist die News. Schlechte Nachrichten, Freunde. Die Länderspielpause steht vor der Tür. Ja. Und das heißt, die Nominierung von Jogi Löw dürfte bald bekannt gegeben werden. Und, wie man so hört, von Kicker und Bild-Zeitung dürfte ein Mann sein Debüt geben. Und das ist Gianluca Waldschmidt vom SC Freiburg. Scheinbar wird Waldschmidt für die kommenden Länderspiele berufen und soll Leroy Sané ersetzen, der ja langfristig ausfällt. Ist jetzt nicht derselbe Spielertyp, aber gut. Und auch die deutsche U21 hat zum ersten Mal einen Kader nach der abgelaufenen EM nominiert und es gibt 19 Neulinge. So ist es bei U21 eben, ein absoluter Neuaufbau steht an. Der usbekische Nationalstürmer Eldor Shomurodov, der in Russland für den FK Rostov spielt, soll laut Medienberichten bei Schalke 04 im Gespräch sein. In der aktuellen Saison erzielte er in 7 Spielen 5 Tore und könnte im Winter für knapp 6 Millionen Euro kommen. Nachdem sich bei Paris Saint-Germain am vergangenen Wochenende quasi jeder fitte Offensivspieler verletzt hat, braucht man jetzt nochmal jemanden für Sturmzentrum und scheinbar ist man in Verhandlungen mit Mario Mandzukic. Mario Mandzukic, das ist so ein bisschen das Trostpflaster dieses Transferfensters. Dortmund soll dran gewesen sein, dann sollen die Bayern dran gewesen sein und jetzt eben Paris Saint-Germain. Ein weiterer Spieler, der wohl zu Paris gehen könnte, ist Keylor Navas. Der Torwart von Real Madrid ist bei Real nicht mehr erste Wahl und soll zumindest in Paris die Hoffnung haben, spielen zu können. Manchester United. Nach dem Abgang von Romelu Lukaku fehlt es so ein bisschen im Sturmzentrum, das kann man glaube ich so sagen. Und ein alter Bekannter bietet sich an, Zlatan Ibrahimovic. Es wäre ein leichtes für mich, in der Premier League zu spielen. Wenn United mich braucht, bin ich da. Derzeit hat Galaxy mich, tut mir leid. Ich habe meine Arbeit in Europa gemacht, ich habe es genossen, habe 33 Trophäen mitgebracht und hoffe, dass ich hier noch etwas holen kann. Dann werden wir sehen, wo dieses Abenteuer endet. Zlatan hat also noch Bock, Freunde. Falls ihr auch Bock auf die neue Saison habt, heute um 18 Uhr Champions League Auslosung. Was gibt Spannenderes als die Auslosung in der Gruppenphase? Und auch heute kämpft Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Straßburg um den Einzug in die Europa League. Kann man sich sicherlich mal anschauen. Das Stadion wird hoffentlich voll sein. Liebe Frankfurt-Fans, ich habe vorhin gelesen, dass die S-Bahn nicht zum Stadion fahren. Gute Planung. Riesenplanung. Ansonsten viel Spaß dabei. Das war's für heute. Hier 2 weitere Videos. Bis dahin, macht's gut.